Sie haben von der TVI gesprochen. Mhm. Mich würde wahnsinnig interessieren, was macht die TVI und was produziert die am Ende? Ja, also die TVI, vielleicht noch ein Satz vorher, wurde eben 2018 akquiriert von der Multivac Group. Die TVI produziert im Wesentlichen Portioniermaschinen für Fleisch. Daneben aber auch weitere Funktionseinheiten für das Beladen von Fleisch in Trays, von Fleisch in Verpackungsmaschinen. Wir haben ein relativ großes Portfolio. Unsere Maschinen im Speziellen haben einen sehr hohen Output im Sinne Nutzung des Fleisches. Also wenn Sie in den Supermarkt gehen, sollte jedes Steak 150 Gramm haben. Und das können wir mit einer sehr hohen Präzision garantiert durch ein spezielles Produktionsverfahren. Wie ich schon erwähnt, die TVI gehört zur Multivac Group mit über 60 Tochtergesellschaften weltweit und bietet uns natürlich die Möglichkeit, auch weltweit präsent zu sein. Und dieses Applikations-Know-how in die Welt zu tragen, ist unter anderem eine der Herausforderungen. Haben auch ein eigenes Application Center, wo wir die Kunden einladen, um Versuche durchzuführen, den Kunden wirklich zu zeigen, was unser Mehrwert ist für den Kunden. Und das ist eines der Schlüsselelemente beim Kunden als auch bei uns im Training und Application Center, wirklich diese Kundenanforderung gemeinsam mit dem Kunden zu entwickeln, ist besser wie jeder Verkaufsprospekt. Kundennähe, Lösungskompetenz und auch Betreuung der Kunden, nachdem die Anlagen installiert sind. Also über Serviceleistungen sagt man immer so schön, und das stimmt natürlich auch, je besser man den Kunden auch im After-Sales betreut, desto sicherer ist auch das Nachfolgegeschäft. Also Stichwort hier nah am Kunden, also je näher wir am absolut, Kunden sind, desto... Absolut, also die Kundennähe, man muss den Kunden verstehen, man muss wissen, was die, also wo wir Mehrwert schaffen können bei dem Kunden. Das ist, glaube ich, so einer der absoluten Key Factors.